Was geht ab, Freunde? Weiter geht es mit einer neuen Folge Alan Wake 2. Schön, dass ihr wieder mit am Start seid. Freunde, ich würde sagen, wir lassen die Horrorfahrt beginnen. Hier in Coffee World. Hallo? Hallo? Jemand da? Nein. Sind Sie rausgekommen? Sieht aber sehr einladend aus, würde ich sagen. Haben die Besessenen Sie erwischt? Oder wurden Sie zu Besessenen? Ich muss den Schlüssel zur Wohnwagensiedlung finden. Tja. Ilmo meinte, der Schlüssel sei im Safe des Geschenkeladens. Das hört sich ja richtig gut an schon, Freunde. Das hört sich ja schon richtig gut an. Was ist das denn hier? Ein Stück Kuchen, okay. So, auf jeden Fall, Freunde, natürlich, wie immer, danke für eure Unterstützung an die Leute, die hier stramm und stabil am Start sind immer noch. Freue mich, dass doch ein paar wenigstens Bock haben auf das Projekt. ja, wie gesagt. Versperrt. Ich verstehe es nicht, ich aber ist eher... Um es aufzubrechen. Eine Liste mit Wartungsarbeiten. Ja. Ein Schraubenzieher. Endlich ein Schraubenzieher. Hey, das Schloss klemmt. Schon wieder. Ich habe es kürzlich mit einem Schraubenzieher aufgestemmt, der verschwunden ist. Schon wieder. Leg den Scheiß wieder zurück, wenn du was benutzt. Protokollierte Wartung. Ein Wagen, der Latte Lacoon quietscht. Schrauben angezogen, quietscht jetzt etwas weniger. Das Bedienpult der Perkulators blockiert. Blablabla, Schraubenzieher, okay. Das Eingangsschild der Coffee World wurde beschädigt. Mit Reinigungsmitteln gesäubert und das Schild gewachst. Das sollte reichen, bis es morgen wieder beschmiert wird. Gondel der Slow Roasters steckt fest und schaukelt nicht. Aber sie mit WD-40 behandelt, das reicht für den Moment. Okay. Umgefallener Baum in der Nähe, dann ist halt die Frage, ob das, wie weit das jetzt interessant ist gerade. So, gehen wir an die Falltafel. So, für später. Okay, das ist für später. Dann haben wir die Spur des Kultes. Okay, was haben wir denn hier? Coffee World. Coffee World. Der koffeinhaltigste Ort der Welt. Und trotzdem hilft mir hier niemand, den Schlüssel zu bekommen. Tja, Mensch, niemand hilft dir. Souvenirladen, Tür verschlossen. Ilmo meinte, jemand würde mir helfen, aber es ist niemand hier. Ich muss wohl selbst einen Weg hineinfinden. Laut Wartungsprotokoll wurde ein Schraubenzieher zuletzt als Perkulator verwendet. Perkulator? Der Name eines Fahrgeschäfts? Eine Einleitung, wie man ein Schloss knackt. Mit Schraubenziehern in Geschenkeläden einzubrechen, ist nicht gerade üblich. Ist nicht gerade üblich. Ja. Was ist hier schon üblich? Was ist hier schon üblich? Ey, Freunde, jetzt mal ernsthaft. Ich überlege gerade, einfach die Kisten geschlossen zu lassen, weil ich sowieso so vollgepackt bin mit Zeug und ich krieg sowieso weniger deswegen. Also 100% reagiert das Spiel drauf. Also wenn ich jetzt hier mit weniger, mit der Hälfte da ankommen würde, würde ich auch viel mehr bekommen, als wenn ich jetzt hier so vollgepackt. Weiß ich nicht. Guck mal, hier ist nämlich nichts drin. 100% geht das Spiel drauf ein. 100%. Ich glaube, solange ich hier so vollgepackt bin, lasse ich die einfach alle zu, ja. Ohne Witz. Taktisch muss man denken, Freunde. Taktisch. So, jetzt ist halt die Frage, warte mal. Falscher Knopf. Achso, ich komme von da oben jetzt, ja. Schutzraum, okay. Boah. Hey, das sieht ja super aus. Super sympathisch. Ist auch schon eigentlich ganz crazy, dass du so einen Freizeitpark machst mit Kaffee, Alter. Ja, hier komm, kleiner Timmy, du bist 7. Trink mal einen geilen Cappuccino erstmal. Der Huutari-Brunnen aus dem Jahr 1913. Der Legende nach treibt sich hier der böse Wassergeist Neki herum, der die Menschen in Watery in ihre Gräber lockt.
Früh in der Geschichte von Watery versteckte Ilmari Huotari zusammen mit seinem Bruder Jakobi Huotari die Leichen seiner Opfer in diesem Brunnen. Erst nachdem Ilmari seinen eigenen Bruder ermordet hatte, kamen ihre grausamen Taten ans Licht. Aber war er dem Wahnsinn verfallen oder hatte der Geist von Neki Besitz von Ilmari ergriffen und ihn zu den Morden getrieben, wie er selbst vermutete? Ist vielleicht doch mehr an diesem Brunnen dran, als man auf den ersten Blick meinen möchte? Fragezeichen? Keine Ahnung, ja. Okay. Diesmal haben wir wieder... Da haben wir einen Schlüssel sogar. Was verbirgt sich hinter dem Lächeln? Das weiß ich nicht. Ich muss die Figur abschießen, oder? Gleich. No entry. Das geht von hier nicht auf. Das geht von hier nicht auf. Okay. Oh, da gibt es doch bestimmt einen finnischen Horrorfilm oder sowas, oder? Mit der Legende. Leuchtfackel, ey. Ich bin einfach zu gut aufgestellt, Mann. Okay, wir brauchen... Kein Saft. Hier muss irgendwo ein Sicherungskasten sein. Wir brauchen Strom. Wir brauchen Strom für die Party. Eine Sicherung fehlt. Ohne sie funktioniert die Bahn nicht. Okay... Was sollte mir das jetzt bringen, hier das Ding anzumachen? Naja, wir werden es sehen. Bürgermeister Setter spricht Ihre Fragen an. Tja. Ach Mann, ich weiß nicht, wo ich als erstes lang gehen soll. Das sieht sympathisch aus, ey. Ein kleiner Kaffeebohnen oder was? Interessante Mocker-Elch-Fakten. Oder Mocha? Mocker? Mocha? Genau. Ich habe keine Ahnung, wo ich als erstes lang gehen soll. Ich sage euch, wie es ist. Gar keinen Ansatz irgendwie. So, lass mal ganz kurz was stehen gehen. Betritt den Souvenirladen. Such in der Kalevala Knights Werkstatt nach einer Sicherung. Ist die eingezeichnet? Lass mal kurz gucken. Kalevala Knights Espresso. Espresso Express. Latte Lagoon. Ah ja, hier tatsächlich. Okay, gut. Dann können wir hier einmal lang gehen. Dann können wir auch direkt die Tür dort aufmachen, ne? Doch, wir sind richtig, dachte ich schon, ja. Da geht's aber auch lang. Oh nein, ey, wo ist... Ah, da ist die Wohnwagen. Okay, gut, dann gehen wir sowieso später hin. Wenn wir den Schlüssel haben. Okay, da geht's rein und hier ist wahrscheinlich nichts, oder? Sackgasse einfach nur. Ich muss wieder zurückfinden. Ja, ist doch gut. Mensch, beruhig dich. Ist alles cool hier, Mann. Ich muss das zerschneiden. Ah.
Kriegen wir jetzt endlich den Bolzenschneider? Das ist ja Superman. Tja. Noch eine dieser Lunchboxen. Ah, cool. Das war ja aber jetzt eher Zufall. Es muss so spannend sein, der Held der Geschichte zu sein. Ehrlich gesagt, ich bin ein bisschen neidisch. Ich wünschte, ich könnte der Hauptdarsteller von etwas sein. Das war die Liste mit meinen Lieblingsparkbänken in Bright Falls. Und jetzt möchte ich nur noch etwas vom letzten Mal klarstellen. Jemand hat sich einen blöden Scherz erlaubt und behauptet, Wendy Davis von Davis Family Beef Jerky wäre tot. Was natürlich völliger Blödsinn ist. Deshalb rufe ich Wendy jetzt an, um diesem dummen Gerücht ein Ende zu setzen. Und, oh, wie es aussieht, ist sie bereits in der Leitung. Wendy, schön, Sie zu hören. Hallo, Pat. Okay, das ist nicht Wendy. Nein, hier ist Jim Figgamore. Sie wissen doch, wir wollten heute die Ankündigung machen. Oh, das war heute? Wir heißen Jim Figgamore willkommen, den Direktor des Laientheaters von Bright Falls. Und? Ich möchte hiermit verkünden, dass das Theater einen seiner besten Schauspieler verlieren wird. Denn ich, Jim Figgamore, werde als Bürgermeister kandidieren. Applaus, bitte! Das nenne ich eine Ankündigung, Jim. Ich muss nur schnell meine Notizen suchen. Ich habe noch ein paar Fragen für Sie. Die eigentliche Frage ist, was ist aus dieser Stadt geworden? Früher zog Bright Falls mit seiner lebendigen Kunstszene und den beeindruckenden Futterhäuschen tausende Touristen an. Und wofür sind wir jetzt bekannt? Verfluchtes Bright Falls, gruseliges Bright Falls. Die Welt lachte über uns. Und jetzt auch noch die Sache mit dem FBI? Wir brauchen einen Bürgermeister, der den Ruf dieser Stadt wiederherstellt. Und niemand ist besser dafür geeignet als ich. Ich habe in der Theaterproduktion von Fiorello einen gespielt und wurde vom Coffee World Magazine in höchsten Tönen dafür gelobt. Bürgermeister Setter ist ein Witz. Und wisst ihr was? Angeblich tötet er Katzen. Da, ich habe es gesagt. Jim, das ist eine familienfreundliche Sendung. Ah, das sind meine Notizen. Wie wäre es also mit ein paar Fragen? Welche Zutaten verwenden Sie für Ihr köstliches Beef Jerky? Das sind wohl die Fragen für Wendy Davis von Davis Family Beef Jerky. Ich interessiere mich nur für Bürgermeister Setter. Es geht um unsere Zukunft. Haustiere sterben. Und es braucht eine Veränderung. Wählt Jim Figgamore. Damit sind wir am Ende. Okay. Doch noch nicht? Batman verabschieden sich. Jetzt aber wirklich, ja? Okay, super. Ja, ich finde schon manche Sachen so für auch ein bisschen Worldbuilding, aber auch so ein bisschen einfach crazy Figuren, die da ein bisschen labern. Finde ich ganz unterhaltsam. So, ich schätze mal, das wird nicht gehen einfach. Oh, was ist denn jetzt los? Was ist jetzt los? Das hab ich gar nicht gesehen. Was war das jetzt? Was wird da angezeigt jetzt? Tafel. Was wurde da jetzt angezeigt? Motorradclub. Wo sind wir denn jetzt hier? Watery. In der Notiz wird erneut die Geschichte erwähnt. Hält er mich etwa für die Protagonistin? Leider bist du es bisher. Wir wollen alle lieber Alan Wake sehen. Also lieber als dich bisher. Würde ich jetzt einfach mal behaupten.
Spur des Kultes, auch für später. Es ist die gleiche Garage wie auf dem Foto. Was ist das denn da drin? Hey, was ist denn hier los? Sind hier Gegner oder was? Ja, keine Ahnung. Wie komme ich denn da rein jetzt? Schade, dass man das auch nicht einfach aufschießen kann. Keine Ahnung, ey, wenn du hier bist, Gegner, dann zeig dich doch einfach, du kleiner Feigling. Was ist mit der Musik denn jetzt los? Ganz komisch. Na, hier ist kein Schraubenzieher dabei, oder was? Ja, sorry, keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie ich da reinkommen soll jetzt. Also außer mit der... mit dem Bolt... Obwohl, warte mal, brauchen wir da den Boltschneider? Warte, lass mal ganz kurz an die Tür gehen. Vielleicht brauchen wir da auch einen Schlüssel oder so. Das habe ich jetzt... Ah, warte mal, vielleicht hier nochmal was, irgendwas? Keine Ahnung, ja. Keine Ahnung, du. Okay, lass uns mal ganz kurz dahin. Das geht mit bloßen Händen nicht auf. Ja, wahrscheinlich doch Bolzenschneider, oder? Gut, dann... Ja. Keine Ahnung, ja. Keine Ahnung. Dann gehen wir wieder rein. Dann müssen wir wahrscheinlich gleich nochmal zurück. Oder ich habe jetzt natürlich logischerweise, also kann ja nur eins von beiden sein. Entweder müssen wir erst noch was holen oder ich habe was übersehen. Diese zwei Optionen gibt es. Ja, korrekt. Okay. So, also wir sollten da hinten. Hinten reingucken, oder? Aha! Der Steckschlüssel. Ich wollte es ja eigentlich geschlossen lassen, aber... Ach, keine Ahnung. Boah, Leute, ich habe keine Ahnung, wo ich als erstes langlaufen soll. Ne? Sind wir jetzt hier wieder am Anfang? Ne, sind wir nicht. Na, gleich sind wir komplett voll. Viel mehr geht da nicht. Ich sage, ist nur eine Kaffeekanne. Das stimmt. Warum lacht er so schäbig? Ah, okay, ist eine Einladung? Okay. Thank you.
Meine Axt! Meine Schrot ist besser als deine Axt. Bam, Junge! Wow, stehst du mal schnell auf, du. Tja, Leute. So nicht. Hey, damit sollte ich in den Souvenirladen kommen. Kannst du jemanden schön richtig abstechen? Stich dich? Nimm doch den Rucksack, ey. Ich will mir so einen geilen Rucksack zu packen, ey. Schön Butterbrot rein. Man weiß ja nie, wie lange man unterwegs ist hier, weißt du? Ja, ja, ich komm zurück. Ich komm gleich. What the fuck, wie die sich bewegt, ey, geil. Ja, lass uns alle lachen. Nee, nee, nee. Das lässt du schon sein. Die Frage, die ich mir stelle, warte mal, Moment. Was? Lieblingsübung des Kaffees French Press? Ja. Hm, ist kaputt gegangen, ne? hier. Jetzt ist ja die Frage, der Schlüssel, den wir gefunden haben. Wo war das nochmal, das Versteck? Wo hatten wir das nochmal gesehen? Wir mussten doch irgendwas ausschließen. Hier war der Schraubenzieher. Hier, ach, okay, hier wird's angezeigt. Bolzenschneider, okay, ganz. Ach ja, das Kultversteck vielleicht. Ja, da stand ja auch Versteck. Da stand ja auch Versteck, ne? Naja, stimmt. Kurz und schmerzlos. In der Coffee World. Arbeitsplätze. Oh, jetzt fangt ihr. Wartet. Was hab ich mit deinem Arbeitsplatz zu schaffen, du Assi, du? So, ich glaube, hier in der Ecke war das, oder? Wo war das jetzt immer? Ah, okay, ja, ja, das ist das Problem. Ich bin voll. Sammeln wir. Also, ich bin bald voll. M und T sollten gestern Abend auf Streife gehen, sind aber nicht aufgetaucht. Wenn jemand etwas von ihnen hört, lasst es mich wissen. Ja, ich sag dir Bescheid, Bruder. Okay, warte mal. Waren wir schon bei der Tür? Ah, das ist die Tür, ja, ja, schon. Ey, Junge, ich muss mich auch erstmal orientieren. Ruhig, ruhig. Und wo ist der Safe? Jetzt bin ich voll, jetzt bin ich voll. Warte mal eben kurz. Warte mal eben kurz. Ich gehe ganz kurz mal zu dem Safe-Spot und leg mal doch ein paar Sachen jetzt rein. Was ist denn hier? Hä, da haben wir noch einen Anhänger? Was ist denn das hier? Ein
Ja, damit, Junge. Ich möchte gar keine halben Sachen nehmen. Was soll das? Propantank. Ja, das ist Brandfeuer. Ich glaube, die kann ich mal reintun. Ja, vielleicht auch zwei Fackeln, oder? Ja, komm. Okay, jetzt habe ich halt eine Ladung mehr. Ja, Gott. Alles mal, ja, das habe ich gerade gemacht, Spiel. Ist okay, hier. Warte, ich mach's für dich. Guck mal. Cool, oder? Nein? Willst du immer noch nicht verschwinden? Warte, so. Guck mal, jetzt. Und jetzt mache ich ganz Verrücktes. Jetzt habe ich die gedreht. Nee, willst du immer noch nicht? Okay, alles klar. Ich hasse das, wenn solche Anzeigen einfach nicht verschwinden, ne? Obwohl man das schon gemacht hat. So. Versperrt. Okay. Welchen Code würde Ilmo verwenden? Verdammt! Nee, sorry. Warum hast du das verdammte Passwort für den Safe schon wieder geändert? Ich dachte, es wäre Wache, Helfer, Lieferant. Wer hat dir wehgetan? Warum bist du so paranoid? Beruhige dich, dieses ist total einfach. Spurensucher, Wache, Saubermacher. Siehst du? Kinderleicht. Spurensucher, Wache, Saubermacher. Hey Ilmo, kurze Vorwarnung. Ich habe noch eine wütende Sprachnachricht von der Mutter eines Kindes bekommen, das sich mit einem Souvenir-Pukus ins Auge gestochen hat. Heilige Scheiße. Wer hatte eigentlich die grandiose Idee, Kinder in einem Kaffeevergnügungspark Plastikmesser zu verkaufen? Ach ja, es war ja deine. Jeff, ich brauche nochmal deine Hilfe mit dem Elch. Mocha ging es wunderbar, sogar der Befund vom Tierarzt war einwandfrei, doch dann ist er einfach umgekippt. Angeblich war es ein Herzinfarkt. Ich mache dir keine Vorwürfe, vielleicht hatte er einfach ein schlechtes Herz. Oder er hat einfach keine Aufputschmittel vertragen. Wir sagen den Kindern, dass Mocha eine kleine Auszeit nimmt, aber ich brauche dringend deine Hilfe, damit hier weiterhin alles weiterhin alles reibungslos abläuft. Hast du noch was auf Lager? Danke im Voraus. So, warte, hier war auch ein Zettel. Ist es das? Die Bright Falls Mischung ist leider aus, entschuldigte sich einer bei den Kunden. Ich hole kurz welche von hinten. Mehr Kaffee kommt sofort. Sie schlug vor, dass sie mit dem Perkulator fahren sollten, während sie warteten. Am Espresso-Express traf sie auf Ilmo. Lächeln, Anna! In der Coffee-World gibt es nur Lächeln! Anna nickte, lächelte, bis ihr Gesicht wehtat. Anna blieb stehen. Sie bemerkte, dass sie neben dem Huotari-Brunnen stand. Sie war wohl weggetreten gewesen, dachte sie. Sie wollte gerade gehen, als ihr etwas im Brunnen auffiel. Ein Schatten bewegte sich in der Dunkelheit. Anna wurde von einem Schwindelgefühl überwältigt. Die Welt kippte um und dann fiel sie hinunter, hinunter, hinunter in den Schacht. Die Dunkelheit öffnete sich und verschluckte sie. Tja. Okay, Profiling. Machen wir nochmal. Der Safe. Ich muss den Safe öffnen. Wie lautet die Kombination? Die Leute hassen Rätsel, Ilmo. Warum nicht die Schlüssel? Die Leute lieben Rätsel, Jako. Nur kluge Menschen können sich gute Rätsel ausdenken. Sehen Sie sich einfach nach der Antwort um. Motivierte Angestellte werden belohnt. Die Safe-Kombination muss irgendwo im Souvenirladen sein. Ja, doch bei den Bildern der Angestellten, oder nicht? Einfach. Oder? Hier. An der Tafel. Coffee World-Mitarbeiter. Hoffentlich sind sie keine Monster. Nachricht der Woche. Nicht auf die
Haftpflichtformular für den Bring deinen Hund mit zu Coffee World Tag am Dienstag vergessen. Auf den Fotos kleben Sticker. Glückwunsch an Thomas zum ersten Jahr bei Coffee World. Wie üblich erhältst du für dieses Jubiläum eine Tüte frisch gemahlener Kaffee umsonst. Der Perkulator wird leider gerade repariert, aber keine Sorge, wir werden ihn so schnell wie möglich wieder auf Vordermann bringen. Fundsachen, Wartung, Fahrer. Okay. Der Souvenirladen-Safe ist versperrt. Ich glaube nicht, dass hier ein Schraubenzieher funktioniert. Die Sticker zeigen an, wie viele Jahre die Mitarbeiter hier arbeiten. Achso, diese Bohnen. Ah, ja, okay, gut. Safe, komm. Die Sticker hängen neben den Fotos an der Personentafel. Eine Tafel mit den Mitarbeitern und ihren Aufgaben. Jeder Angestellte hat seine eigene Aufgabe zu erfüllen. Elmo hat einige Informationen im Souvenirladen genutzt, um die Safe-Kombi zu erstellen. Die Antwort muss irgendwo im Souvenirladen sein. Ein Hinweis von Elmo für den Code des Safes. Ich wette, Elmo ist ein Typ, der Sudokus mag. Elmo wird gerne kreativ. Safe-Kombi basiert auf den Hinweisen im Souvenirladen. Okay. In der Notiz wurden drei Jobs erwähnt. Spurensucher, Wache und Saubermacher. Spurensucher, müssen wir gleich nochmal gucken. Warte, Spurensucher. Spurensucher, Fundsachen. Dann habe ich schon wieder vergessen. Scheiße, da habe ich schon wieder vergessen. Spurensucher, Wache, Saubermacher. Okay. So, zu sehen. Wache, Jonas und. Hausmeister. Suzanne. Jonas, Victor. Das heißt, 1, 4, 6. 1, 4, 6. Würde ich sagen. 1, 4, 6. Ja, ist doch gut. Die Schlüssel zu meinem Wohnwagen. Jetzt muss ich noch den Klicker und den Kult finden. Na, wenn sonst nichts ist, wa? Geile Mucke, ey. Okay, Moment mal eben, da waren wir hier schon? Ja, okay, genau. Hier fehlt ja die Sicherung. Freunde, wenn ihr jetzt noch am Start seid, dann erstmal krass. Ist er krass? Diesmal das Codewort ist... Armbrust. Hatten wir das schon? Ist ja auch egal. Wir nehmen Armbrust. Schreibt's gerne mal rein. Und wie gesagt, auch schon bei Spider-Man. Danke, dass da so immer so viele mitmachen. Ich meine, ihr könnt natürlich auch sehr, sehr gerne, lese ich natürlich noch viel lieber, wenn ihr eure Meinung natürlich auch zum Spiel und zum Part reinballert. Aber wenn euch nichts einfällt, und es passiert ja manchmal, dann gerne so beteiligen. Treffen würde. Bleib auf der Hut, Saga. Wie gesagt, alles hilft dem Algorithmus. Warte kurz, ich komme doch nicht. Bürgermeister Setter begrüßt Ihre harten Fragen. Naja. Harte Fragen. Okay.
Es ist im Regen. Ich darf kein Wasser trinken oder baden. Nie wieder. Schnaps. Nur noch Schnaps trinken, Bruder. Sehen nicht wie Kultisten aus. Das hilft nicht! Denn ich bin nicht ich selbst! Wie kämpft man dagegen an? Wir sind zu alt! Verzeihung. Ich suche nach dem Trailer der Andersons. Gerade rechtzeitig, meine Liebe. Wie schon gesagt, es stimmt nicht. Die Lügen tun dir nicht gut und schwächen dich. Glaub nicht ein Wort. Sie glauben daran, weil sie tief in ihrem Innersten möchten, dass jemand für sie denkt. Wir sind anders. Rebell. Du musst es aufhalten, bevor es Realität wird. Sei kein Teil der Geschichte. Schreibe die Geschichte selbst. Skat der Hölle, bitte! Diese alten Trunkenbolde lassen sich von der Horrorgeschichte scheinbar nicht beeinflussen. Wissen Sie, was hier passiert? Woher kennen Sie die Geschichte? Du selbstverständlich auch, meine Liebe. Wir sind eine Familie. Die Andersons. Wikinger. Götter. Es ist so schön, dich endlich zu sehen, Saga. Ich bin dein Großonkel Odin. Und das ist dein lange verschollener Morfar. Saga. Er ist ein Großvater. Und ich bin der Allvater. Genauso verrückt wie alle anderen auch. Genauso betroffen. Ich muss konzentriert bleiben. Genauso besoffen, meinte sie. Ansehen. Nicht betroffen, besoffen, Junge. Du bist bestimmt beschäftigt, meine Liebe. Wir wollen dich nicht aufhalten. Komm jederzeit vorbei. Dann laber doch nicht so viel. Der Ruhe. Im Pflegeheim Valhalla. Ja. Noch eine Alex Casey Lunch. Ja, noch eine. Wahnsinn, oder? Du kannst Widrigkeiten meistern und deine Ziele erreichen. Supi. Okay, lass noch mal einmal ganz kurz hier. Noch eine Verbesserung. 18 haben wir erst. Achso, ja, das ist ja Shotgun, stimmt. Erziele 2 Kopfschüsse in schneller Abfolge und. Um einen Feind für längere Zeit zu betäuben. Ich will ihn töten mit 2 Kopfschüssen. Was ist das? Töte einen Feind, um deine Gesundheit wiederherzustellen. Ja, ja, damit. The report of the shotgun rang in the air. The enemy fell. Saga felt a surge of new energy. She'd been dead tired before, but was ready for more now. She would get through this. She continued on. So sieht's aus. Oh, verdammt! Wie spät ist es? Wir müssen bald zurück zum Bus, Bruder. Der Ruski will uns bei jeder Gelegenheit zurücklassen. Wir haben Zeit. Blam will es sich nicht mit uns verscherzen. Ihr beide hattet wohl ein bisschen zu viel Spaß. Sieh durch, schaut uns, Bruder.
Sie hat die Macht. Das schreit nach einer verdammten Feier. Die kleine Saga. Ganz erwachsen und wieder zu Hause. Ja, wir haben was getrunken. Nur zum Probieren. Der berühmte Anderson-Schnaps. Der Nektar der Götter. Willst du auch was? Nein, danke. Habt ihr ein paar Verrückte mit Hirschmasken gesehen? So viel habe ich auch nicht getrunken. Je leerer die Flasche, desto schöner die Dinge, die man sieht. Mit einem Auge ist es sogar noch besser. Okay, vergiss es. Also weißt du, wo der Trailer der Andersons ist? Direkt hinter uns. Wir haben ihn beobachtet, seit du gegangen bist. Aha. Danke für die Hilfe. Jederzeit, Kleiner. Ihr Name ist Anderson? Genau wie du, Kleine. Thor Anderson. Odin Anderson. The Old Gods of Asgard. Das ist unsere Band. Du bist Saga Anderson, verdammt nochmal. Eine Wikingergöttin. Das hört sich nicht gut an. Thor, Odin, Saga. Alles nordische Namen. Und derselbe Nachname. Ein Zufall? Hat die Geschichte ihren Namen zu meinem geändert? Tja. Gut, wir gucken uns natürlich trotzdem an. Hallo, ja. Wer ist dieser überaus attraktive Kampfkunstmeister? Ich bin's, dein Bruder Ilmo. Jetzt erkenne ich dich, aber Ilmo, warum bist du so komisch angezogen? Das Hirschfest steht bevor und deshalb machen wir... Ja. Wir schnibbeln die Preise für alle personalisierten Hirschfestwagen in Stücke. Festwagen, die vom preisgekrönten Team des Kalevala Knights Motorradclubs gebaut wurden? Den letztjährigen Gewinnern der Trophäe für den besten Hirschfest-Tierfestwagen, der aber kein Hirsch ist? Von genau diesem Team. Und was euch umhauen wird, ja, sind unsere neuesten Wagendesigns. Boah, wir haben alles fertig. Hirschfestwagen, Restaurantfestwagen, Festwagen, die wir auf keinen Fall im Fernsehen zeigen können. Unsere Festwagen werden Ihre Freunde sicher beeindrucken. Machen Sie einen Heiratsantrag. Oder stellen Sie einen Kollegen in den Schatten. Und nach dem Hirschfest geht es weiter. Unsere Festwagen sind perfekt für Hochzeiten, Geburtstage, Bar Mitzvahs oder Ihrer Kinzikanzinera. Unsere Festwagen sind für jeden Anlass ein Volltreffer. Aber warum sollten Sie uns glauben? Hören wir, was einer unserer vielen zufriedenen Kunden zu sagen hat. Ich war beim letzten Hirschfest. Die Festwagen waren klasse. Einer war ein Schwan. Na bitte, allesamt waren angetan. Sehen Sie, da haben Sie es. Preisgekrönte Festwagen zu verbilligten Preisen, die Sie... voll umhauen werden. Bestellen Sie noch heute. Hey, die sind so durch. Die sind so durch, Mann. Aber geil. Freunde, Freunde. Was für ein schönes Reh. Was hat die mit den Rehen, ey? Ich habe irgendwelche Geräusche gehört und ich bin mir nicht sicher, ob das jetzt in-game war oder bei mir jetzt gerade. Weiß es nicht. Ich weiß es gerade nicht. Okay. Junge, was ist das denn? Na gut, egal, oder? Selbst der kleinste Platz wird genutzt. Ja. Nicht schlecht. Sonst ist hier nichts. Na gut. Ach, das ist das Ding. Boah, Alter, ich dachte schon, hier ist ein Monster in meinem Raum. Diese ganze Überschwemmung. Was hat das mit dem Reh auf sich? Ich weiß nicht.
Hat das auch alles mit dem Cool zu tun, so? Weil die ja auch mit so Massen durch die Gegend locken? Will sie deswegen jeden streicheln immer? Hör doch mal auf damit, Mensch. Diese Hunde-Häkelpullover sind auf dem Sonntagsmarkt erhältlich. Und wenn ihr schon mal dort seid, schaut auch bei Wendy Davis vorbei und probiert das köstliche Beef Jerky unseres Sponsors. Als nächstes das Hirschfest. Oh, Moment mal, da ruft jemand an. Welche Tasse? Hallo? Falsche Leitung. Moment, hallo? Sie sprechen mit Pat Main? Ja, Gil Davis hier. Was für eine angenehme Überraschung. Das ist Gil Davis von unserem Sponsor Davis Family Beef Jerky. Gil, was halten Sie von den Hunde-Häkelpullovern? Hören Sie auf. Wie bitte? Was immer Sie tun, hören Sie bitte damit auf. Ich verstehe nicht ganz, Gil. Es gibt kein Davis Family Beef Jerky. Ich verkaufe kein Beef Jerky, ich habe nie Beef Jerky hergestellt und ich mag Beef Jerky nicht mal besonders. Tag und Nacht rufen mich die Leute wegen Bestellungen an. In der ganzen verdammten Stadt gibt es alte Damen, die auf der Suche nach imaginären Beef Jerky sind. Und sie fragen nach verrückten Geschmacksrichtungen wie Hickory Teriyaki. Wenn Sie kein Beef Jerky verkaufen, sollte jemand Ihrer netten Frau Wendy davon erzählen. Denn sie verkauft jeden Sonntag welchen am Markt. Wendy ist tot, Pat. Nein, das stimmt nicht. Ich habe Wendy erst letztes Wochenende auf dem Markt gesehen. Wendy wird seit 13 Jahren vermisst, Pat. Sie haben ihre Leiche gefunden. Sie ist tot. Wir versuchen damit fertig zu werden. Aber sie machen es uns mit diesem dämlichen Beef Jerky viel schwieriger. Nein, das stimmt einfach nicht. Sie ist jedes Wochenende dort. Langsam geht es zu weit. Holen Sie Wendy ans Telefon, damit wir alle drüber lachen können. Sie ist tot, verdammt. Hören Sie auf. Gell? Ich glaube, wir haben keine Zeit mehr. Hundepolice, Sonntagsmarkt. Ja, Pat Main meldet sich ab. Okay. Ja, ich sag ja, also. Manche Beiträge sind schon ziemlich crazy. Hallo Mama, wie versprochen schreibe ich dir jetzt, nachdem wir uns eingelebt haben. Es geht uns wunderbar und wir sind beschäftigt, wie immer. Die große Stadt. Jim arbeitet hart und hat eine Beförderung bekommen. Wir feiern diesen Anlass in einem neu eröffneten Restaurant, das Conny uns empfohlen hat. Laura macht sich gut in der Schule. Mit ihren Noten wird ihr jedes College offen stehen. Ich bin so stolz auf mein kleines Mädchen. Ich war damit beschäftigt, unsere Wohnung in ein Zuhause zu verwandeln, das Personal einzuarbeiten und Möbel zu kaufen. Wer hätte gedacht, dass es so schwer sein würde, eine anständige Chance Lounge? Keine Ahnung zu finden. Alles läuft gut, mach dir keine Sorgen um uns. Ich hoffe, es geht dir auch gut. Ja, wie viele Hanteln brauchst du eigentlich in so einem kleinen, Wohnwagen? Jetzt los. Lauf doch einfach. Lauf doch wie ein Mensch. Es stinkt nach Alkohol. Mord am Herrenhaus.
Ein architektonisches Rätsel von Marguerite Fomor oder so. Ein Wortspielbuch von Ilmo. Stehen wir uns in der Geschichte nah? Das würde sein Verhalten erklären. Han, Ebüchen, Plot von Reese Watts. Einzigartige Wortwitze, die jede Henne kennen muss. Gut gewitzelt ist halb gewonnen. Habe ich in seiner Fiktion das Büro verlassen? Das Büro, keine Ahnung. Agent Anderson, unser tiefstes Mitgefühl für ihren Verlust. Das FBI ist sich bewusst, dass dies eine sehr schwere Zeit für sie ist. Ich kann Ihnen persönlich versichern, dass wir uns um Ihr Wohl sorgen und Ihnen die Zeit geben möchten, die Sie für die Bewältigung dieser Tragödie benötigen. Das FBI ist für Sie da. Wir heißen Sie gern wieder an der Arbeit willkommen, wenn Sie dafür bereit sind. Wir schätzen Ihren scharfsinnigen Verstand sehr und hoffen, Sie bald wieder in unseren Reihen zu begrüßen. Kriminaljustiz, ein kritischer Blick auf ein kaputtes System. An mich adressiert. Vor Jahren. Wake hatte recht. Die Horrorgeschichte verändert die Realität, nicht nur die Erinnerung der Leute. Das ist Mamas Handschrift. Ich habe gehört, du hättest heute Geburtstag, also lass dich schön feiern. Ich liebe dich, Logan. Oma, wow, wie herzlich, Alter, wie herzlich, so eine Karte einfach nur. Ich liebe dich, tschüss. Tja. Tja. Sag mal, kann es sein, was meine Vermutung so ist, wenn das wirklich stimmt, dass sie hier in dieser Version ihre Tochter verloren hat? Haben die das schon gesagt? Boah, Junge, es gibt so viele Informationen. Wurde das schon gesagt, wie das passiert ist? Doch durch einen Unfall, oder? War das ein Autounfall? War der auch so ein Hirsch oder so? Ist das ein Disney, so eine Alles komische... erinnert mich an Logan. Das könnte ihr Zimmer sein. So eine komische Verbindung. Langsam wird es zu real. Zu persönlich. Connie Chu, die Wildtiere im pazifischen Nordwesten. Das nordische Sagenbuch, das meine Mutter Logan geschenkt hat. Sanna Nordlund, nordische Märchen und Erzählungen. Der nette Fremde, das uralte Haus, das Mädchen mit der roten Schleife. Logans Junior-Agenten-Zertifikat. So süß. So süß. Junior-Bundesbeamte, herzlichen Glückwunsch an die neueste Rekrutin des Büros, Logan Anderson. Du hast deine Ausbildung zur Junior-Agentin erfolgreich abgeschlossen. Bon. Logan liebte ihre Musik. True Colors. Meine neuen Verwandten gehören dem Kult des Baumes an. Und das ist der Klicker. Der Kult hat ihn, genau wie auf der Seite beschrieben. Kalevala Knights. Das ist der Motorradclub der Koskela-Brüder. Ich werde in Odins und Thors Pflegeheim vorbeischauen. Gleich nach dieser Biker-Werkstatt. Nein! Das stimmt nicht. Das ist nur eine verdammte Geschichte. Eine Lüge. Logan ist zu Hause. Unversehrt. Scheiße. Sie ist in der Schule. David. Ich bin in der Geschichte und sie wird wahr. Wake sagte, Scratch würde versuchen, mir weh zu tun. Aber er sagte auch, dass man es noch stoppen kann.
dass der Klicker es stoppen kann. Hey, hier ist David. Sprecht aufs Band. David? Geht es Logan gut? Ruf mich zurück, sobald... Mulligan? Was zum Teufel? Hey! Bleib, wo du bist! Komm ran! Bleib nicht, wo du bist. Komm ran hier, ey. Mulligan ist ein Kultist? Was zum Teufel geht hier vor sich? Na, wer ist hier kein Kultist, ey? Boah, geile Musik gerade. Richtige Terrormucke irgendwie, die mich richtig antreibt. Warte, sollen wir trotzdem mal ganz kurz an die Falltafel gehen? Wir haben so, ich wollte eigentlich nämlich alles erstmal sammeln, bevor ich daran gehe. Machen wir das ja für die Übersicht. Auch wenn es, ja, vielleicht ein bisschen... Junge, was haben wir denn hier alles gefunden jetzt? Was ist denn jetzt hier los? Das ist ein neuer, komplett neuer Fall. Vergilbter Ausschnitt, Ertrinken von Logan. Okay, gut, dann war es das mit dem Autounfall. Nein. Das kommt nicht auf die Tafel. Nein, das ist nur die Geschichte, die versucht, mich zu verletzen, nicht real. Ein Poster in Logan Sim, auf dem Bonn abgebildet ist. Logan liebt Bonn. Zu ihrem 12. Geburtstag war ich mit ihr auf einem Konzert. Ich erinnere mich, es war beim Mutter-Kind-Arbeitstag. Logan war vielleicht 8. Dann ist es passiert. Kinderbücher? Meine Mutter schenkte es Logan, als sie noch ein Baby war. Die Geschichten sind zwar etwas gruselig. Sie liebt die Bilder. Das ist wahr. Ach so. Ah, okay. Das ist auch ungelogen. Ist auch wirklich passiert. Das ist anscheinend auch wirklich passiert. Ja. Ich erkenne die Karte nicht wieder, aber das ist zweifellos Mutters Handschrift. Stromrechnung an mich. Rechnung auf meinen Namen. Brief von Agenten Morrow mit der Bitte, wieder an die Arbeit zu gehen. In der Geschichte habe ich gekündigt. Ein Buch mit Wortspielen. Sieht nach einem Geschenk aus. Standen wir uns nahe? Odin behauptet, er sei mein Großonkel und Thor mein Großvater. Hm. Ist schon eine Rede mit jemandem? Rede mit jemandem. Ach krass, da kriege ich mal einen Hinweis, wie man das findet. Finde Beweis. Ah. Okay. Die Geschichte verschafft mir also jetzt schräge Verwandte? Aber irgendwas stimmt nicht mit diesen Typen. Mama hat nie über ihre Familie gesprochen. Jedes Mal, wenn ich Mama nach ihrem Zuhause oder ihrer Familie fragte, schwieg sie. Ich habe keine Ahnung, wer meine Großeltern sind. Klingt ja super. Kult des Baumes. Ein Foto von Thor Odin mit Kultisten. boah, wo kann das hin, ey? Ja. Thor und Odin sind eindeutig mit dem Kult des Baumes befreundet. Ob sie Mitglieder sind, ist jedoch unklar. Notiz aus einem Kultistenversteck, der M und T erwähnt werden. M und T könnte für Mulligan und Thornton stehen. Geschichte... Logans fiktives Zimmer enthält ihre echten Erinnerungsstücke. Ey, Junge. Jetzt ist halt die Frage, wo kommt das jetzt hin, ey? Der dunkle Ort. Licht und dunkel. Ne, hatten wir auch schon gleich, ja. Möglicherweise kann Wake keine neuen Ideen entwickeln. Er muss verwenden, was existiert. Für später. Kultversteck haben wir noch eins gefunden. In der Notiz darin werden... Ja, M&T erwähnt.
So viele gibt's hier noch in der Gegend. Bright Falls auch mega viele. Cauldron Lake fehlen nur zwei. Das ist doch okay. Das ist doch ganz gut. So. So, Alex Casey, Lunchbox von der Watery. Darin standen einige positive Bekräftigungen. Wie süß. Wie süß. Thornton auch. Verdammt nochmal. Und jetzt sind sie alle Besessene? Anscheinend. Wow, Alter, billiger Jumpscare. Hör doch auf! Billig. Richtig billiger Jumpscare, Junge. Okay, nur kurz speichern. Mulligan. Ja. Schnapp dir diese Arschlöcher. Konzentrier dich auf den Fall. Der Artikel über Logan war eine Lüge. Denk nicht daran. Der Kult hat den Klicker. Hol ihn. Bring das wieder in Ordnung. This is the workshop from the photo with the cultists. This is where they had the clicker. Wenn er noch hier ist, muss ich ihn finden. Bist du? Was ist da? Was war das denn jetzt? Nein, dafür habe ich jetzt keinen Nerv, das zu lesen, während die Musik hier ballert, Alter. Vor allem so komisch auch. Hä? Jetzt ist es vorbei wieder? Was war das denn jetzt? Ist ja auch schon wieder nicht sauber abgemischt gewesen, oder? Ganz komisch. Komisch. Na gut. Die billigen Jumpscares, ey. Jungs, da geht aber noch ein bisschen mehr hier mit dem Gruselfaktor, wa? Mit dem Horrorfaktor. Teilweise schon sehr nice, aber so billige Jumpscares? Also, Freunde. Da geht mehr. So ein Jammer. Irgendwas ist mit der. Geh doch weg! Sind die kaputt gegangen oder was? Ja, ich glaub schon. Mensch! Verdammter Stuhl da, ja. Okay, da war eine Tür. Mit Schloss. Okay, ne? Was haben wir hier Schönes? Skriptseite. Hey, bleiben Sie stehen! Die Gestalt stolperte aus der Dunkelheit auf Deputy Mulligan zu. Thornton krümmte sich. Er hustete. Ein Stück kalte Pastrami blieb ihm im Hals stecken. Mach schon, du Arschloch! Befahl Mulligan. Thornton würgte die Pastrami aus seiner Luftröhre. Er öffnete mit seinem Partner das Feuer. Das Monster fiel. Sie schossen weiter. Der Kitzel der Herrschaft. Dies war der Kult des Baumes. Nicht ein Baum, ein Wald. Geheimes Wissen in einer Hirschmaske. Die letzte Verteidigungslinie. Yippie-yay, Schweinebacke! Hast dich mit den Allerbesten aus Bright Falls angelegt! Sie schlichen sich heran und zückten ihre Taschenlampen. Das Grauen. Es war Monica aus dem Tackle Shop. Eine unschuldige Frau. Thorntons Pastrami kam wieder hoch. Okay. Okay. Sag mal, hör doch auf. Ein wahrer Detective macht ein Foto. Sicher. Okay, gut.
Die Frage ist allerdings... Was ich mich frage, war, wir haben ja jetzt schon wirklich sehr viele Werkbänke gesehen, war. Haben die wirklich exakt darauf geachtet, dass da nirgendwo ein Schraubenzieher ist und nirgendwo ein Bolzenschneider ist? Den man so mäßig hätte mitnehmen können, wenn man gewollt hätte. Eine Zange. Nee, nicht wirklich, ne? Doch, hier ist ein Schraubenzieher, aber gut, da musst du auch erstmal reinkommen hier rein. Und dann hast du ja schon den Schraubenzieher. Aber draußen zum Beispiel. Na, ist ja scheißegal, wen juckt die Frage überhaupt? Dann mach doch einmal die Tür auf. Versperrt. Sie müssen da drin sein. Es muss einen Weg geben, dieses Schloss zu öffnen. Was müsste es eigentlich sein? Das müsste es eigentlich sein. Oder andersrum? Von oben nach unten vielleicht? Das kann sein. Was ist denn hier los, Mann, mit der Musik? Okay. Musik, erscheine! Geh weg! Jack, Musik? Das ist das Versteck des Kults. Vielleicht sogar ihr Hauptquartier. Da geht's runter. Da ist ein Keller. Oh Gott, das ist super viel zu lesen jetzt. Oh, ja, Junge. Ich würde ja am liebsten erstmal das hier lesen, aber die Musik spielt hier komplett an der Stelle. Warte, ich muss leise machen und für euch dann auch leise. Es kommt so laut, mir sprengen die Ohren weg. Muss man leider sagen. Ach Mann, es ist so unschön, dass so gute Spiele immer so nervige Bugs haben. Es ist jetzt alles kein Beinbruch so, wo du sagst, ach komm, das ist gar nicht mehr spielbar, aber es ist trotzdem einfach nervig. Ohne Scheiß, Mann, es ist einfach wirklich nervig. Dieses Jahr ist wirklich so vollgepackt mit ultra geilen Games, aber auch sehr viele von den guten Games haben auch sehr viele oder immer wieder kleine Bugs so, oder teilweise auch größere Probleme. Naja, und wie gesagt, anscheinend die Alan Wake PC-Version ist ja, Alter, die läuft anscheinend auch nicht so krass. So, gucken wir mal ganz kurz, ob hier überhaupt irgendwas Interessantes ist. Hallo, ich habe gesehen, dass einige von euch unsere Verstecke ins Freie gestellt haben. Bitte tut das nicht, ihr Halunken. Das ist die letzte Warnung. Hört auf, das ODM aus der Montagehalle zu nehmen. Ihr wollt euch in der Werkstatt besaufen? Kein Problem, aber das ODM ist nur für Rituale gedacht. Ihr Idioten seid schlimmer als meine Kinder. Loncheck. Hi, Onkel Ilmo. Was? Von Jaku? Von Ilmo. Und das von Charlie. Hi, Onkel Ilmo. Ich hoffe, dir geht's gut. Charlene und ich haben unsere Lohnchecks für die Coffee World Aktion vom letzten Monat immer noch nicht erhalten. Bist du sicher, dass du sie abgeschickt hast? Könntest du dir das nochmal ansehen? Vielleicht wurde etwas übersehen. Charlene meinte außerdem, ich soll dir ausrichten, dass ihr Anzug seltsam riecht. Festwagen von Ilmo. An die Knights. Die Hirschfestwagen beanspruchen zu viel Platz hier. Bitte haltet hier in der Werkstatt Ordnung, okay? Ich finde keine Werkzeuge mehr. Ich finde nicht mal mehr meine linke Hand, obwohl sie an mir angebracht ist. Aber mein Stiefel wird sich demnächst im Arsch von jemandem wiederfinden, wenn ihr hier so weiter so ein Chaos hinterlasst. Saunanacht. Na gut, das können wir überspringen. Nicht allen macht es Spaß, sich so zu Tode zu brutzeln. Den können wir auch überspringen. Marvin Williams zu den Knights. Ilmo, vergiss Fred. Er hat nicht das Zeug dazu. Mit dem Ketchup irrt er sich auch. Es ist offensichtlich Chili Mayo oder gar nichts. Oh, Chili Mayo würde ich auch mal gerne probieren. Schlosskombination. Okay. Da ist die Erklärung nur. Saunanacht. Okay, gut. Ja, gut. Nicht so viel spannend. Und Musik hört auf. Ah, guck mal, hier ist noch was. Oder auch nicht. Okay, so, ich habe jetzt nochmal ganz kurz gespeichert. Ich würde sagen, bevor wir jetzt zum Ende kommen, checken wir nochmal ganz kurz hier die Sicherung.
Damit kann ich den Espresso Express wieder aktivieren. Hm, okay, das ist schon mal ganz cool. Hier ist der Schuhkarton. Das checken wir nochmal ab. Genau. So. Der angespülte Lichtschalter, den ihr am See gefunden habt, ist kein Schrott, sondern verdammt wichtig. Vertraut mir. Von jetzt an werden wir, wann immer wir ein Ziel einfangen, sein Herz herausschneiden, den Schalter hineinstecken und ihn dann umlegen. Ich weiß, es klingt komisch, aber vertraut mir einfach. Das ist wie ein Ritual. Es wird funktionieren. Ich habe wie gewünscht die Karte markiert. Das sind alle Verstecke nach unserer letzten Zählung. Verschlossen, beladen und einsatzbereit. Mein Gott. Oh. Das sollte ich mir vielleicht auch mal markieren gleich. Ja. Das Nightingale-Ritual wurde nicht abgeschlossen. Bitte alle lesen. Ich will ja niemandem die Schuld zuschieben. Achso, Freunde. Zweites Codewort. Ritual. Ritual. Wer jetzt wirklich noch am Start ist, heftig, weil wir sind ja schon deutlich über eine Stunde. Aber das machen wir noch kurz fertig. Dann ist es ein perfekter Punkt, dann beim nächsten Mal weiter zu machen. Ich will ja niemandem die Schuld zuschieben, aber wir können nicht zulassen, dass irgendwelche Touristen einfach so in eines unserer Rituale hineinlaufen. Die wurden aufgehalten, bevor wir den Klicker benutzen konnten. Verdammt, die Lichter waren noch nicht einmal aufgebaut. Das ist nicht akzeptabel. Also lasst uns die Lehren daraus sehen. Wir müssen mit unseren Vorbereitungen schneller sein. Wir müssen uns absolut sicher sein, dass jemand Wache hält. Kommunikation, Kommunikation, Kommunikation. Wegen solcher Pannen schnüffeln FBI-Agenten herum, was nicht gut ist. Ich bin in dieser Sache nur so hart, weil ich weiß, dass wir es besser machen können. Der Kult ist schlecht organisiert. Die Mitglieder befolgen keine Befehle. Lesen an alle, die Ausrüstung des Hauses am See sabotieren. Hört auf damit. Achso, ja, okay. Wenn ihr dem Kult helfen wollt, dann ist das nicht der richtige Weg. Es sei denn, es ist hilfreich, das FBI auf uns zu hetzen. Dann könnt ihr euch gleich verpissen. Haltet euch vom FBC fern. Und wenn ihr sie noch einmal in der Gegend herumschnüffeln seht, meldet es dem Großmeister. Das ist der Prozess des Kults. Ihr Ritual. Das Besessenen-Ritual. Ziel umsingeln. Überwältigen, Hammer oder stumpfen Gegenstand verwenden. Ziel festhalten. Sein Herz herausschneiden, die Worte wiederholen. Die Clique in seiner Brust platzieren. Den Schalter zweimal umlegen, um sicher zu gehen, dass er funktioniert. Das Flutlicht nicht vergessen. Auf Stativen. Wir müssen sehen, was wir da tun. Agiert immer in Paaren. Der Kult lässt Vorräte für seine Mitglieder zurück. Das ist praktisch. Das ist es. Jetzt ist die Frage, warte mal, vielleicht wurde mir das ja sogar jetzt markiert. Dann muss ich mir das ja vielleicht nicht selber merken, weil ich das jetzt angeklickt habe. Wahrscheinlich. Lass mal ganz kurz auf die Map gucken. Was sind diese X denn jetzt hier? Festwagen? Relevanter Ort. Kult versteckt. Das hatten wir aber geholt. Ja, okay, die sind markiert worden. Okay, perfekt, perfekt. Perfekt. Okay, nice. So, Falltafel. Das machen wir auch nochmal ganz kurz. Dann können wir, wie gesagt, beim nächsten Mal richtig durchstarten direkt. So, warte mal. Lass erstmal das hier machen. Die Geschichte. Korrekt. Cool, dass es trotzdem angezeigt wurde, auch wenn es erst für später ist. Super, cool. Danke. Okay, Notiz mit den einzelnen Schriften des Kultrituals. Schritten, sorry. Kultziel. Die Schritte des Rituals sind hier aufgeführt. Sie stimmen mit dem überein, was wir an Nightingales Tatort fanden. Kultnotiz. Die Mitglieder ermahnt, die Ausrüstung des FBCs zu sabotieren. Soll dies... Hör doch auf zu nerven, ey. Mensch! Geh doch mal da hoch jetzt, ey. Wer ist involviert? Nein. Cool Ziel. Passt das dazu? Wo soll es hin, ne? Oh, ich hab keine Ahnung. Klar. Kultpsychologie, ja gut. Sieht so aus, als wären die Kultistenmitglieder nicht ganz überzeugt. Sie sind keine wahren Gläubigen. Notiz über die Unterbrechung des Rituals. Sieht falsch aus. Ja, ist es auch.
Ja, keine Ahnung, ne? Wo soll's hin, ey? Hm. Na, was hab ich denn jetzt genommen? Buddhistennotiz. Hm. Psychologie? Wirklich nicht? Ja, okay. Macht keinen Sinn. Okay, hier unten. Was steht denn da? Nightingale wurde als... Achso. Hm. Das bestätigt es. Das Ritual wurde unterbrochen. Hier steht, dass sie keine Zeit hatten, den Klicker zu benutzen. Was ist denn das jetzt hier? Was haben wir denn da? So. Bestätigt. Kultmitglieder. Ja. Ja, das ist schon. Ja, das haben wir bestätigt. Das ist korrekt. So. Die Biker Gang. Mulligan und Thornton haben den Klicker. Ein weiterer Übergang. Hier in Watery. Klicker bei der Garage? Fragezeichen. Das Foto wurde beim Caleva Knights Motorrad Club aufgenommen. Stehen sie mit dem Kult in Verbindung? Aber was noch viel wichtiger ist, befindet sich der Klicker noch dort? E-Mail, die besagt, dass der OOP in der Montagehalle bleiben sollte. Hm. Was zur Hölle ist ein OOP? Hat es mit dem Klicker zu tun? Das ist das gleiche Foto wie auf der... das ist die gleiche Garage wie auf dem Foto, mein Gott. Das heißt, der Klicker könnte dort sein. Ich muss vorsichtig sein. Ich glaube, jetzt haben wir alles, oder? Gut. Gut. Vorne, dann würde ich sagen... Was ist das hier? Achso, speichern. Ne? Nee, nicht speichern. Nee, was ist denn das? Ist ja noch was mehr. Für ein seltsamer Kult. Wir sind der Kult des Baumes. Wir wachen in der Nacht. Nun erkenne ich sie. Das ist unsere Mission. Ihr Wald soll wieder unheimlich sein. Es ist ein Baum, eine Fichte. Haltet sie fern, beschützt sie. Gemeinsam sind wir ein Wald. Sind wir ein Wald. Der Kult des Baumes. Gemeinsam sind wir richtige Freaks. Rose. Sie ist die Kellnerin im Diner. Beobachtung. Ach, die haben die beobachtet. Fährt mit dem Auto von zu Hause weg, kommt in Odile Diner an, öffnet das Restaurant, verschüttet eine Tasse Kaffee, macht Pause, zurück zu Hause. Start 50 Sekunden lang auf den Deckenventilator. Lächelt dabei. Okay. Beobachtungsbericht betrifft der Kult des Baumes. Zusammenfassung. Die zeitweilige Überwachung der parakriminellen Gruppe, die als Kult des Baumes bekannt ist, hat ergeben, dass ihre Aktivitäten auf ein kleines Gebiet im Staat Washington beschränkt sind. Die Gruppe besteht, Berichten zufolge, aus engagierten Einzelpersonen, die nur mit einfachen Werkzeugen ausgestattet sind. Sie sind insgesamt nicht sonderlich gut organisiert. Das allgemeine Verständnis von redigiert, ist gering. Unsere Bewertung ergab einen Risikostatus der Stufe Orange. Wir sollen weitere Nachforschungen zu den genauen Details und den Quellen ihres Wissens über paranatürliche Elemente anstellen. Die Ermittlungseinheit empfiehlt, den Kult des Baumes unter ständiger Beobachtung zu halten und Vorbereitung für die Verhaftung der Gruppe und die Beschlagnahmung ihres Vermögenswerts zu treffen. Siehe Akte, bla bla bla, für den vollständigen Bericht und die empfohlenen Maßnahmen. Die Zusammenfassung der vollständigen Bericht werden Dr. Mormont und Dr. Mormont in der Forschungsanlage kommen. Beide geleitet. Ja, beide im selben. Warum meine Nase? Ich muss gleich lesen, glaube ich. Da besteht, was Betätigungsfeld operieren. Abendum. Die empfohlene Maßnahme wurde aufgrund neuer Ressourcenprioritäten auf eine fortgesetzte zeitweilige Überwachung ohne Verhaftung herabgestuft. Du hattest recht. Diese hinterhältigen Arschlöcher haben uns tatsächlich beobachtet. Und wir sind mehr als gut organisiert. Die Wichser haben keine Ahnung, wovon sie reden, Mann. Federal Bureau of Control. Gut, so, jetzt haben wir aber alles, oder? Denke ich mal. So. Gut, Freunde, ey, die Folge ist ja mega lang, aber gut, egal, scheiße. So, ich danke fürs Zusehen, liken, kommentieren unbedingt, unterstützen, Freunde. Da geht auf jeden Fall ein bisschen mehr an alle, die das hier feiern und gut finden. Ey, ich will's. Was will ich haben, Alter? Das sieht voll geil aus. Ich stelle mir denn vor, dass da
schön warmer Kakao drin ist. Ah, schön. Genau, ja, alle, die das unterstützen wollen und gerne gucken, danke. Wir hören uns. Auf Rennen.